Welcome to the Slime Side. Heute werden wir einen Haltungsbericht haben über die Art Achachatina rhodostoma Benin. Ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen. Ich zeige euch mal ganz kurz, warum. So, ihr geht mit mir jetzt mal damit. Und ihr seht hier, es wird schon wieder eng, Schneckis. Es wird schon wieder eng. It's becoming crazy. Totally out of control. Wir waren überall in den Nachrichten jetzt. Und deswegen, ja, wenig Zeit. Ich bin nur am Arbeiten, 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 Arbeiten. Aber jetzt kommt der Haltungsbericht. Wir holen jetzt die Box raus. Let's go. Wir müssen die Box ja gar nicht runternehmen. Wir können aber den Deckel aufmachen. So, und da seht ihr schon die perfekte Luftfeuchtigkeit. So muss das aussehen. Ihr braucht keine Hygrometer. Ihr braucht keine Heizung bei einer Boxhaltung, sonst wird es viel zu heiß. Hier, perfekt. Die Box muss so beschlagen sein, dann ist es perfekt für diese Art. Achachatina rhodostoma, eine sehr, sehr gute Anfängerschnecke. Wirklich, gibt es in verschiedenen Farben. Hier seht ihr Albino. Das ist eine wildfarbene. Was braucht ihr dafür? Eine 145 Liter Box gibt es natürlich bei mir im Shop. Viele fragen sich, wie kommt da jetzt die Luft rein, der Sauerstoff? Also wenn ihr den Deckel zumacht, dann ist hier immer noch ein Schlitz, da kommt genug Sauerstoff rein. Ihr solltet jetzt natürlich nicht einen Monat zulassen oder sowas, sondern schon zweimal die Woche aufmachen. Also wenn ihr füttert, reicht das. Ja? Füttert oder hier im Wasserbehälter sauber macht, dann reicht es eigentlich. Also wenn ihr da jetzt 50 Schnecken drin haltet und den Deckel zumacht, dann verbrauchen die natürlich mehr Sauerstoff. Aber das solltet ihr natürlich eh nicht machen. Also 145 Liter Box, da passen 3 Schnecken rein. Und da haben wir hier keine Drainage, also einfach Standard aufgekalkter Kokoshumus. Gibt es auch im Job natürlich, sogar schon gemischt. Und ohne Drainage, nein, man braucht nicht bei jeder Art eine Drainage. Bei fast allen Achachatina-Arten, aber bei der Rhodostoma braucht man es nicht. Und bei noch einer Art, aber da gehe ich in einem anderen Video nochmal genauer drauf ein. Genau, sonst natürlich das übliche Laub. Fahren macht sich immer gut. Man sollte jetzt natürlich wissen, dass die da auch dran rumknabbern, dass der jetzt vielleicht nicht ewig hält, aber das macht ja nichts. Da kann man ja ab und zu mal neuen Farn reinstellen. Wasserbehälter, relativ groß. Dann haben wir hier verschiedenes Gemüse, Obst. Süßkartoffel geht natürlich immer. Dann klettern sie natürlich ganz gerne hier einfach. Da haben wir, das ist auch im Shop, ich glaube, das ist der Fliederzweig, den wir haben. Der ist ja relativ groß. Da können die da dran rumklettern. Ja, und sonst, ach, schaut mal, da haben wir noch ein kleines Baby. Die sammeln wir ab. Warum sammeln wir die ab? Weil in großen Boxen gibt es Temperaturgefälle und dass sie gleichmäßig wachsen, tun wir die in Boxen. Hier zum Beispiel, seht ihr, in solche Boxen kommen die, die verkaufen wir auch. Es ist wie bei Menschenbabys, also die wickelt man ja auch eng ein, dass sie sich wohlfühlen. Das ist eben bei den Schneckenbabys auch so. Und dann können die gleichmäßig wachsen wegen der Temperatur, weil die eben auch gleichmäßig ist. Kuckuck, da haben wir ein Albino Rhodostoma. Sehr schön. Warum Anfängerschnecke? Erkläre ich euch. Gut, der hält sich jetzt hier an dem Seemandelbaumblatt fest. Oder Teakblatt, ich weiß nicht genau. Diese Art ist sehr gut für Anfänger, weil erstens legt sie nicht so viele Eier. Das heißt 12 Eier ungefähr und kann auch mal weniger sein. Dann hat sie kaum Anbauprobleme. Also ganz, ganz selten, dass sie hier mal Anbauprobleme hat. Hier, da wo die ihre Häuser weiterbauen unten, da bedeuten Anbauprobleme oft Froster. Weil die da einmal Probleme haben, können die dann nicht mehr so einfach anbauen. Und wachsen nicht weiter und sterben dann frühzeitig. Und das passiert bei zu feuchter Erde, bei versumpfender Erde. Und das hat aber diese Art ganz, ganz selten. Also dazu gehört die nicht, dass sie da anfällig reagiert, tut da die Ovum, die Suturalis manchmal, aber die Ovum schon so ein bisschen eher. Das macht sie halt einfach so einfach. Und sie ist natürlich nicht jetzt riesig. Also diese hier ist ausgewachsen, die wird jetzt nicht mehr größer. Also nicht mehr sehr viel größer. Ihr wisst, die Häuser wachsen ja ein ganzes Leben lang weiter, deswegen werden die immer einen Ticken größer. Aber die ist jetzt ausgewachsen und deswegen kann die auch in so einer Box, in so einer 145er Box leben. Sie ist jetzt auch nicht super schüchtern. Also es gibt ja Arten, die sind wirklich sehr, sehr schüchtern. Dazu gehört die jetzt nicht. Die bekommt, wenn die älter wird, dann auch so ein bisschen so einen Rand nach außen.
Seht ihr das? So ein leicht, so ein bisschen angebogenen Rand. Alles normal bei dieser Art. Und sie wird leicht grün. Also gibt es aber auch verschiedene Intensitäten des Grünstichs. Aber deswegen ist sie auch echt eine sehr schöne Art. Gibt es in verschiedenen Farben. Hier habt ihr eine Albino. Bildfarben habt ihr schon gesehen. Das Haus ist gleich, nur der Körper ist eben braun. Dann gibt es noch Cremefarben. Kuckuck, good morning. So, hier habe ich mal eine Schnecke. Da seht ihr, was ich meine mit Wachstumsproblemen. Also es hat jetzt auch nichts mit der Calciumzufuhr zu tun, sondern das hat, die kann hier nicht mehr anbauen. Also ihr seht ja, diese Schnecke hat versucht anzubauen, aber sie kann hier nicht mehr anbauen. Ja? Und das passiert oft, wenn der Boden zu nass ist, versumpft gewesen, dann ist es hier zerstört und dann kann sie da nicht mehr anbauen. Also manche schaffen es dann irgendwie versetzt, hier noch weiter zu bauen. Ja, sie hat es nicht geschafft. Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwie Sepia oder so gefehlt hat, sondern das hat was mit der Erde zu tun. Die Erde war lange Zeit zu feucht oder so versumpft. Und man sieht auch an der Schnecke, also man sieht zum Beispiel, hier ist sie mal runtergefallen, da hat sie hier ein Loch, hat sie zugebaut. Hier war dasselbe. Also da ist schon einiges im Argen gewesen. Wobei, ja, man sieht auch, die Körperfarbe ist sehr ungesund. Also der Schnecke geht es überhaupt nicht gut. Warum ist sie so weiß? Also die erste Schicht ist weggegangen. Das lässt immer darauf schließen, dass die Schnecke älter ist, als sie groß ist. Also an der Größe kann man nicht unbedingt ermessen, wie alt die Schnecke ist, aber an dem Zustand des Hauses. Also ihr seht, es ist sehr abgenutzt schon. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich älter ist, als sie ist. Muss aber auch nicht unbedingt, weil ich habe schon gesehen, manche Leute halten die auf Sand oder Kies, ihre Schnecken, und dann sehen die halt auch relativ schnell abgenutzt aus. Aber ich denke trotzdem, dass die Schnecke älter ist, als sie groß ist, weil man sieht ja hier, wie oft sie hier versucht hat anzubauen. Ja, es ist sehr schade jetzt um die Schnecke. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich sie froste. Also es gibt wohl Leute, die haben das mit Eierschalen hier wieder hinbekommen, Eierschalen draufkleben. Ich habe dazu ja mal ein Video gemacht. Ich habe das, bei mir hat das nicht funktioniert. Also gemörserte Eierschalen da rein und dann Eierschale drauf, hat bei mir aber nicht funktioniert. Also deswegen, man muss jetzt mal schauen, was man hier machen kann. Ich würde ja ganz gerne mal so ein Haus printen, mit einem Printer und hier oder irgendwas ankleben, dass sie daran weiterbauen kann. Aber dann müsste es ja theoretisch auch aus Calcium sein. Also ihr seht schon, es ist nicht so einfach. Aber die Überlebenschancen stehen sehr, sehr schlecht für die Schnecke. Genau, hier seht ihr sie jetzt nochmal besser. Da seht ihr auch den Rand. Der geht dann, biegt sich immer so ein bisschen nach außen, wenn die älter werden. Leicht geriffelt, leicht grün. Schöne Körperfarbe Albino hier. Und super für Anfänger. Es gibt noch eine Anfängerart bei den Achatschnecken, die zeige ich euch aber in einem anderen Video. Die ist sogar noch kleiner. Man nennt die auch Zwerg-Achatschnecke. Also die ist kleiner als die Rhodostoma hier, aber die erzähle ich euch im nächsten Video. Können wir sie jetzt wieder reinsetzen. So, ihr seht ja, wir lassen hier immer das Essen so ein bisschen gammelig. Das mögen die Schnecken, also je nach Art auch ein bisschen unterschiedlich. Ihr müsstet das wahrscheinlich ein bisschen öfter wechseln, weil wir haben hier nichts gegen solche gammeligen Gerüche. Aber wenn man das natürlich in einem Privathaushalt hat, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Ja, und das ist eigentlich alles. Boxhaltung hat natürlich den Vorteil für die Luftfeuchtigkeit. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn die Leute sagen, sieht nicht schön aus. Natürlich kann man die auch im Terrarium halten. Aber dann eben auch oben die Gase zumachen, sonst könnt ihr keine Luftfeuchtigkeit richtig halten. Die Gase ist dieses Gittergeflecht, was bei den Terrarien meistens oben drauf ist. Das muss man eben zumachen mit einer Plexiglasscheibe oder mit einer Glasscheibe oder so, dass man die Luftfeuchtigkeit da richtig halten kann. Ich liebe diese Art. So, das war es eigentlich schon von der Art Achatina rhodostoma benin. Sehr gute Art, ich liebe die Art auch. Die ist echt auch, die ist wirklich auch nicht so super schüchtern, ja, also auch neugierig und sowas. Und ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, haben wir 6 Uhr oder so oder 5. Das heißt, sie kommen auch untertags mal raus. Gut, es ist jetzt schon natürlich Nachmittag, aber trotzdem, jetzt meine Ovum XXL, die schlafen immer noch. Die Rhodostoma kommen auch mal raus, so untertags ein bisschen. Schauen sie sich mal an, was da los ist. Das ist ja auch nicht bei allen Arten der Fall. Also, aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, natürlich den Deckel wieder drauf zu machen, weil manchmal sind die schneller, als man denkt. Deswegen, guten Night, arrivederci, machen wir wieder zu. Genau, eigentlich gibt es alles von dieser Schnecke im Shop, glaube ich. Dann könnt ihr einfach mal schauen, slimeside.de.
Ansonsten haben wir jetzt ein Anfänger-Coaching. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, welche Schnecke passt zu mir, dann haben wir jetzt ein Anfänger-Coaching, was ihr buchen könnt. Das ist auch wirklich nicht teuer, aber dann habt ihr das einmal durch und dann wisst ihr, was Sache ist, welche Schnecke zu euch passt und so weiter. Direkt von mir mit Videocall. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich für euch. Welcome next time to the Slime Side of Life. Bye, bye. Dance, dance like a snail. Dance, dance like a snail.